Jörg ist einkaufen gefahren, weil noch ganz viele Farben besorgt werden müssen und Leinwände und Pappen und ganz, ganz viel, damit ihr ganz viel malen könnt. Und jetzt habe ich die Gelegenheit genutzt, habe Jörgs Platz eingenommen und möchte mit euch zusammen jetzt was malen. Und zwar ein Erlebnis, das ich gestern hatte, als ich eine Freundin besucht habe und bei ihr im Obstgarten stand. Soll ich euch das erzählen? Dann legen wir jetzt los. Der Himmel ist fertig. Dafür habe ich ja die Wasserfarbe genommen. Und jetzt mache ich eine Wiese. Passt mal auf. Das habe ich gelernt vom Jörg, wie man eine Wiese macht. So. Da ist nämlich was Unglaubliches passiert gestern auf dieser Wiese. Das glaubt mir kein Mensch, aber ich sage euch, das ist echt passiert. Also, ich stehe mit meiner Freundin auf der Wiese und plötzlich fällt vom Baum ein Apfel. Passt mal auf. Da fällt ein Apfel runter. Der sah ungefähr so aus. Dann hatte der hier ein Blatt. Ich male den jetzt hier so vor. Wir malen den dann hinterher gemeinsam aus. So. Der Apfel fällt runter. Und wir sehen, dass der Apfel irgendwie angebissen aussieht. Dann ist Folgendes passiert. Aus dem Apfel kommt ein Wurm. Schaut mal. So ungefähr sah der Wurm aus. Der hatte auch ein Haar. So. Der Wurm kam aus dem Apfel und guckt auf die Wiese. Und plötzlich sehen wir, wie aus der Wiese auch ein Wurm kommt. Ein Wurm, der total freundlich guckt. Ein Wurmmädchen. Und die beiden sehen sich und sofort verlieben sie sich ineinander. Und wisst ihr, was beide Würmer gleichzeitig gesagt haben? Du bist der schönste Wurm auf der ganzen Welt. So war das. Ehrlich, könnt ihr mir glauben, ich flunkere nicht. Ganz viele Herzchen. So war das. Ist das nicht eine irre Geschichte? Zwei Würmer, die sich auf einer Obstwiese finden. Der eine Wurm kommt aus einem Apfel und der andere Wurm kommt aus der Erde. Und jetzt malen wir das zusammen bunt. Und die nehme ich jetzt auch. Ihr könnt natürlich auch Wasserfarben nehmen oder einen Buntstift oder ihr nehmt Filzstifte. Das geht auch. Schaut mal. Jetzt male ich einfach den vorgemalten Apfel. Das könnt ihr dann genauso nachmalen, wenn ihr wollt. Es kann natürlich sein, dass ihr auf einer Obstwiese eine ganz andere Geschichte erlebt habt. Dann könnt ihr die natürlich malen. Ich habe jetzt das mit den zwei Würmern erlebt. Schaut mal so. So, so, so. Knallroter Apfel. Das war ein knallroter Apfel. Unglaublich, oder, Kinder? Ist das eine unglaubliche Geschichte? So. Das haben wir schon mal rot. Und wofür brauchen wir noch rot? Die Herzen müssen rot sein. Schaut mal, machen wir rot. Das Fenster, was ich hier gemalt habe, das ist einfach das Licht, was sich spiegelt. So ist das, wenn man sich sieht und sofort verliebt. Dann sind Herzchen in der Luft. Manchmal sieht man das, wenn man spazieren geht. Nicht nur bei Würmern, auch bei Menschen.
Schaut mal, so. Ist das schön? Was fehlt noch? Es fehlt noch... Tada! Die Würmer haben auch eine Farbe. So ungefähr sehen sie aus. Ein bisschen angemalt. So ein bisschen rosa, oder? Sind die Würmer alle ein bisschen rosa? Das könnt ihr natürlich viel schöner ausmalen. Ich mache das jetzt ganz schnell, weil gleich kommt ja Jörg wieder und dann muss der Platz schon wieder schön aufgeräumt sein. Das Wurmmädchen hat ganz schöne rote Lippen. Schaut mal. Die hat auch noch was gehabt. Fällt mir gerade ein. Das Wurmmädchen hatte nämlich auch ganz lange Wimpern. So, seht ihr? So sieht es aus, das Wurmmädchen. Was fehlt noch? Es fehlt noch grün im Blatt. Ist doch gar nicht so schlecht, oder? Und wisst ihr, was da noch war? So. Eine kleine Sonne. Da habe ich nämlich von Georg gelernt, wie die Sonne aussieht. So rund. Ne? Dann hat die hier so Strahlen. Die strahlt auf das verliebte Wurmpärchen. Schaut. Hier ist noch ein bisschen Licht. Was fehlt denn noch? Eine Blume? Auf der Wiese war auch eine Blume. Meine Wurmgeschichte ist hiermit beendet. Zwei Würmer haben sich gestern auf der Obstwiese meiner Freundin kennengelernt und sofort ineinander verliebt. Du bist der schönste Wurm auf der ganzen Welt, haben beide zueinander gesagt. Tschüss, ihr Lieben.